Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Boot 2024. Genau, wir sind auf der Boot für euch. Und was hat Boot mit Camping zu tun? Eine sagen eigentlich nichts. Ich sag, wir haben ja ein eigenes Boot. Ne? Ansichtssache. Ist Ansichtssache, ja. Es gibt ja auch Camping auf dem Boot. Und ja, wir zeigen euch heute definitiv, also mein Vorhaben, es ist die komplette Messe, ja, alle Hallen. Und auch mal so ein paar Neuheiten, die wir vielleicht gut finden, die was mit Camping zu tun haben. Und ihr wisst ja, ich habe nichts zu sagen. Ja, wenn ich sie mal verlieren sollte, ne, meine ja, kleine, mich findet meine man kleine Heulboje habe ich immer, ne, mit ihrer gelben Jacke, grünen Jacke. Grüne ist Jacke, das, ja. Hallo. Und ich sage jetzt auf alle Fälle ganz viel Spaß mit dem Video und immer dran denken, kommentiert bitte das Video, abonniert den Kanal, ist absolut kostenlos und unterstützt einfach unseren Kanal. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. We'll start Port Düsseldorf with a very loud signal. Aufpassen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Port Düsseldorf is open. Willkommen auf der Boot 2024 und ihr dürft rein. So, fangen wir doch erstmal in Halle 1 an. In der Halle 1 sind natürlich ganz, ganz schöne Boote. Ja, und natürlich jenseits unserer ja, finanziellen Möglichkeiten, Schatzi, ne? Schade, ne? Schade, ne? Sind schon schick, ne? Ja, sind schon schick. Also wir werden jetzt euch nicht nur diese Boote zeigen, ja, oder Schiffe, was auch immer, aber einfach mal, was es hier so alles gibt. Es gibt doch was in unserer Preisklasse. Ja, das zeigen wir euch nachher. Das sind dann die Paddelboote. Die gibt es nämlich hier auch. Hier ist von Luxusjacht bis zum Angelboot eigentlich alles vertreten. Und ja, also wenn ich mir das hier angucke. Also wer schon mal Boot gefahren ist, der weiß auch, was das bedeutet, was es heißt für den Spaßfaktor, zweimal 250 PS Außenborder hinten dran zu haben. Stimmt, dann lieber die V8 300 PS mal ja, zwei. Ja gut, die machen natürlich noch mehr Spaß. Ja, also ne? Die machen richtig Laune. Jo. Wird mir schon Spaß machen. Da verdrängst du auch die Wellen. Ich dachte, das ist ja total günstig. 856 Euro. Mhm. Da hast du die Unterhaltungskosten noch nicht dabei. Das ist nur der Tisch. Was? Ja, das ist nur der Tisch. Ja, also ihr seht, jede Menge geboten. Und ich würde sagen... Was ich immer cool finde an der Boot, sind diese schicken Überzieher für die Schuhe. Ja, definitiv. Ich meine... Ja, ich meine, das ist ein preisklassentechnisch schon ein Unterschied zu den ganzen Campingfahrzeugen. Da kann man sich auch ruhig schon mal ein bisschen schützen, damit man das, was hier steht, nicht versaut. Denn viele dieser Boote sind tatsächlich gesponsert oder zur Verfügung gestellt von tatsächlichen Besitzern nur für diese Messe. Und wie ihr seht, es ist noch nicht auf, hier ist noch nichts los, aber da kann man dann auch mal sehen, wirklich... wie groß so ein Boot von unten ist, einfach mit Kiel, mit allem drum und dran, der Teil, den man sonst nicht sieht, weil er im Wasser liegt, ist schon gigantisch. Oh, also ich würde es deine schwarze nehmen. Ja. Das kurze schwarze. Mary Fisher 895 Serie 2, das ist eine Neuheit, keine Ahnung, kenne ich mich absolut nicht aus. Aber Schatz, sowas hätte ich ja so gerne mal. Mit den Dingern kannst du so toll schnorcheln. Ja, aber guck ja. Mal, ich nehme dann das und stelle mich da vorne hin und stelle mich dann dahin und sage, ich bin der König der Welt. Ne? Die Königin der Welt, Schatzi, die Königin meines Herzens. Guck mal hier, wie tief dieses Boot doch ist. Wahnsinn. Echt. Ja, das ist, wie gesagt, die Halle 1. Und wir sind nicht mal bei den Größten. Nee, das sind noch die kleineren Boote. Und 100% elektrisch, dieses Boot. Also die Grünen haben jetzt auch mittlerweile das Meer erobert. Ich dachte, das hatten die schon immer, zumindest unterirdisch. Ja. So, und wir haben noch keinen offiziellen Messeeintritt. Wir haben immer noch im Moment den Zugang durch die Presse, deswegen dürfen wir ein bisschen früher rein und können euch da mal so ein bisschen was zeigen. Ich würde sagen, ab in die Halle Nummer 2 oder 3, ne? So, wir befinden uns jetzt in Halle 3 und hier kommen dann die Boote, die auch ich mir leisten kann. Genau, also das wäre jetzt hier mein Favorit in Pink. Mein lieber Schwan. Also, da muss ich jetzt mal ganz liebe Grüße an die Mel hinterlassen. Ja, der wird es gefallen. Ja. Und aber auch hier jede Menge Boote, die gerade ausgepackt werden. Und
ja, was ich so cool finde, ich meine, hier gibt es ja alle Arten von Wassersport, ja, Kanus etc. oder aber auch die geilen Dinger. Ja, also sowas wird mir echt geil gefallen, mal ein Video vorzustellen für euch. Aber ich weiß nicht, was sowas kostet. Aber ist sehr, sehr amüsant bestimmt mal zu testen. Und ja, laufen wir mal weiter durch die Halle Nummer 3. Und ihr seht schon, es sind kleinere Boote. Es sind andere Boote hier. Wir haben auch Tretboote oder auch kleinere, ja. Hier 13.000 Euro zum Beispiel oder 14.000 mit Frischwassertank, Chemietoilette, also keine Trenntoilette, ja, mit Elektrokühlbox 60 PS, reicht absolut. Sowas auf der Mosel würde mir absolut gefallen. Coole Farbe, guck mal, da kannst du mit einer Jacke drauf, falls ich gar nicht auf. Ja, da fällst du überhaupt nicht auf, das ist dein Boot, Schatz, das ist schon auf dem Trailer, habe ich alles schon für dich parat gemacht. So, jedes Jahr muss ich es ja auch mal sagen, wenn ich auf der Boot bin, ist unser zweites Mal, wo ich jetzt auch ein Video mache. Und das hier ist unsere Preisklasse und das ist das optimale Reiseboot im Endeffekt für Camping, weil das könnt ihr komplett ganz klein zusammen machen. Ja, ist ein ganz kleines Paket, Außenborder noch dazu, Zubehör und somit könnt ihr dieses Boot auch im Campingurlaub nutzen. Oh, jetzt sind wir doch in der Halle 4, da hätten wir auch durchlaufen können. Na, Schatzi? Ja. Und in der Halle 4 schwenke ich mal die Kamera und wir sehen auch Boote. Wo sind die ganzen Caravans? Aber ich glaube, da bin ich auf der falschen Messe. Also schon nicht schlecht. Ich muss ja mal sagen, Boot mit Trailer und Motor, knapp 58.000 Euro, ist billiger wie ein Wohnmobil. Ist billiger als ein Wohnmobil, ja, aber die Frage ist, wovon habe ich mehr, ne? Ja, das kommt drauf an, was Wohnmobil du für Vorlieben und ein Boot, hast, ne? Davon habe ich schon viel mehr. Euch nur mal ganz kurz die Halle 3 zeigen. Ja, es sind Boote. Da könnte man neidisch werden, also da sind echt schon Gelder. Aber das sind ja noch nicht die teuersten Boote. Die kommen nämlich erst irgendwann in den nächsten Hallen und die sind so riesig. Dieses Geld wird man nicht mehr verdienen, wenn man das ganze Leben lang arbeiten geht. Ne? Also hier kommen wir schon zu den etwas größeren Booten. Guck mal, das ist mal ein Ribboot. Das ist ja mal groß. Heidewitzka. Das sind alles irgendwie Ribs. Und Pardo Yachts. So, schwenke schon mal kurz die Kamera. Ja, die haben eine komische Form vorne, aber ich finde die voll schön. Vielleicht sind die im Wasser liegend schöner. Ich finde sie nicht schön. Ja, ich finde die Form super. Nee. Und hier, das wäre ja meins. Das wäre das Kennmobil hier, dieses Boot. Ja, also das wäre absolut. Ja, im Übrigen auf der Messe dürft ihr in jedes Boot rein. Ja, manchmal müsst ihr euch eintragen mit Namen und so weiter. Man weiß ja nie, wenn man was kaputt geht. Eigentlich allen, fast allen, musst du ein Schuhüberzieher anziehen. Ja. Sowas gucken wir uns natürlich auch noch an. Hier wird gerade geputzt. Deswegen werden wir jetzt hier rein nicht gehen. Und ich würde sagen, Schatzi, such dir eins aus. Wir brauchen nur jemanden, der uns das bezahlt. Mhm. Oh, ich muss mal die Kamera drehen. Sowas in Venedig. Durch die Kanäle. Das wäre doch mal total der Hammer. Ja, ist natürlich nur ein schön Wetterboot. Sie hat ihr Boot gefunden. Das können wir uns gerade so leisten. Und passend meine zur Jacke. Jacke passt da auch, genau. Ich falle da gar nicht auf. Ja, das ist jetzt hier Luxury Marine Toys. Seabob. Was kosten sowas? 34 Kilo Gewicht. Kann man noch tragen? Preis? Keine Ahnung. Und hier haben wir einen Preis, das kostet 15.000. Das hier ist aber doch, ist ein Seabob. Also so roundabout 15.000 Euro müsst ihr damit rechnen. Und in die Halle 7 gehen wir definitiv nicht, weil da ist Kunst. Ne? Und, ja, Gemälde. Hallo, ja. Ich bin nicht auf der Bootsmesse, um Gemälde zu sehen. Doch, um mir vielleicht eins ins Boot zu hängen. Also, ah, gut, okay, für die Schönen und Reichen. Ja, also ich bin nicht schön sind, jetzt aber egal. Nicht so der Kunst. Ja, Knabe, ich bin eher so der Kunstbanause. In der Halle 9 haben wir auch wieder kleinere Rips. Das wäre die perfekte Größe für mich. Und ja, jede Menge Zubehör für zum Boot, zum Hinterherziehen, als Insel und so weiter. Haben wir gehabt, als Nico noch kleiner war in Kroatien. War immer wieder schön beim Camping. Wir hätten uns ja letztes Jahr fast ein Zar bestellt. Gell, Schatzi? Wie gut, dass wir es nicht getan Mini haben. 14. Ja, wie gut, dass wir es nicht getan haben, weil wir haben 2023 das Boot nicht mal ausgepackt. Nee, das ist wohl wahr. 2023 haben wir nicht einmal unser Boot benutzt. Und ich zeige euch mal, ich gehe da mal unten durch und knupse mir jetzt nicht den Kopf am Anker.
Und ja, der Mann ist schon fleißig am Pumpen, der gibt alles. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja. Und hier seht ihr dann mal dieses Zahn-Mini. Das hätte ich gerne als 14 gehabt. Oh, vor den Toren ist auch schon voll, links. Was ist das denn? Luftkissenboot, Leute. Ein Luftkissenboot. Müssen wir euch mal ganz kurz zeigen. Das sieht ja stylisch aus. Das sieht richtig stylisch aus. Also das würde ich ja auch nehmen, ja. Also das ist ja mal was Außergewöhnliches, wenn da mit sowas nach Kroatien kommt, Leute. Ich schwör's euch. Da hättest du Spaß. Saugeil. In der Halle 10 dreht sich alles um Motoren, Technik, Navigation, Funk und ja, all das, was man in so einem Boot halt braucht. Hat jetzt nichts mit Camping zu tun. Weißt du, ob ich in der Halle irgendwas filmen soll? Großartig. Ich würde sagen nein, weil das interessiert die wenigsten. Nee, das interessiert mit Sicherheit keinen, außer die, die vielleicht ein Boot haben. Und die kommen selber hierhin. Die kommen selber hierher, genau. Was denn? Guck mal, Ecoflow ist hier nämlich auch vertreten. Oh. Ja, also Ecoflow hat hier auch einige Produkte, die ja ein bisschen größer sind. Hier haben wir auch die schöne Kühlbox, die kleineren Powerstations. Ja. Gehen wir in die Halle 12, die gefällt mir persönlich auch richtig gut. Das ist die Halle 11? Oh, wir gehen in die Halle 11, genau, wir gehen in die Halle 11. In der Halle 11 haben wir dann jede Menge Zeug, was wir fürs Boot nutzen können, aber auch Jacken. Und hier kriegt man mit Sicherheit auch Regenjacken, die auch was aushalten. Also die halten bestimmt was aus, die sind dicht. Ja. Und ich habe was gefunden für Camping, was es auch auf der CMT gibt. Na, erratet ihr es? Schatzi, soll ich die Kamera mal schwenken? Ja, machen wir. In diese Richtung? Nein. Oh ja. Da vorne. Da müssen wir den Mädels mal schön guten Morgen sagen. Ihr seht genau, wenn ich meine. Hier ist nämlich Silvi auf der Boot. Und das bedeutet, Silvi ist nicht nur für Camping gut, sondern auch auf dem Boot gar nicht mehr wegzudenken. Ja, in der Halle 11 ist Silvi. Schönen guten Morgen. Hi. Und ja, letzte Woche haben wir berichtet von der CMT von Silvi. Heute sind wir auf der Boot. Und wenn ich in der Ecke stehe, habe ich das Gefühl, ich hätte ein Déjà-vu von letzte Woche. Ja, das ist alles gleich aufgebaut. Gleiche Regale, gleiche Plätze. Ja. Schon geil. Also das haben sie genauso gemacht und das finde ich super. Ja. Und ja, zu Silvi brauche ich dann immer viel sagen. Qualität hat ihren Preis und das war es auch schon wieder. Und hier sind auch Taschenlampen. Ich glaube, ich brauche eine neue Taschenlampe, denn ich habe mit meiner Taschenlampe nämlich meinen kompletten Tisch im Wohnmobil kaputt gemacht. Ja, weil sie zu heiß wurde. Ja, weil sie zu heiß geworden Aber ist. Aber das ist derselbe Style. Das ist dasselbe Style, ja. Ich würde auch nur eine Stirnlampe bekommen. Aber wenn die so heiß ist, dass sie mir meinen Tisch verbrennt, wenn ist das Wenn du eine Stirnlampe möchtest, dann nimm die hier. Oh, auch nicht schlecht. Die werden wohl richtig, richtig hell, ne? Das müssen wir doch direkt mal gucken. Wie hell die werden. Oh, ich kann da vorne anmachen. Ich kann da anmachen. Habt ihr das gesehen? Was kostet sowas, wenn ich mal fragen darf? 20. 20 Euro? Oh, das geht aber noch. Das ist vollkommen doch. Wie lange hält der Akku? Ja, wie lange hält der Akku? USB. Ah, okay. USB. Also das heißt, ihr könnt die aufladen. Ja. Keine Batterien. Sieht ganz gut aus. Ja. So, Halle Nummer 12. Was haben wir hier? Captain Jack Sparrow, Tauchgeräte. Jo. Und hier dürft ihr sogar selbst tauchen. Und bevor wir jetzt halt hier uns aufhalten, werden wir erstmal, bevor die Messe kommt, mal in die Halle Nummer 13 gehen. Immer noch nicht in der Halle Nummer 13 dreht sich alles um Strandkorbliebe, um ja, Grills, um Urlaubsreiseziele. So wie man es ja auch von dem Caravan-Salon zum Beispiel kennt, ja, mit der einen Halle. Halle Nummer, Schatzi? 14. 14. Was haben wir hier? Jo, Bootfahren, Segelschiffe. Da könnt ihr Führerscheine machen. Guck mal, ha? Wie schön das angelegt ist. Das ist total schön angelegt. Schaut mal, wie die sich hier Mühe gegeben haben. Ja, auf der Boot. Das ist sensationell. Kriegt das mal hin, ohne dass das ausläuft. Ja, Hammer. Richtig schick. Echt total schön. Weiß gerade, ob das auf der Kamera so kommt. Ja, auf alle Fälle fällst du auf. Du kannst dich da hinten nicht verstecken. So, in der Halle 15 geht's los. Dreht sich alles um Segeln. Und hier dürfen die Kinder auch Probe segeln. Natürlich auch die Erwachsenen. Und hier haben sie echt ein richtiges Becken aufgebaut. Ja. Und auch mit Wind, dass das auch funktioniert. Und natürlich an die Sicherheit gedacht. Die LAG ist da. Ja, genau. So, hier haben wir dann Modi.
richtig schöne Segelboote. Und da seht ihr mal, was die unten für ein Schwert haben, damit die sich im Wasser halten mit dem Mast und nicht umkippen. Ja, also schon echt krass. Und hier dreht es sich um Surfen, ja, um Spaß. Und hier könnt ihr nämlich auch, oh, hier riecht es nach Popcorn, Leute, hier riecht es nach Popcorn, ich glaub's nicht. Und das morgens um 10 Uhr, da kriegt man richtig Hunger. Und hier könnt ihr nämlich auch richtig, ja, surfen. Hier werden nämlich gleich nachher ein paar Wellen aufgebaut. Und da könnt ihr auch richtig mal alles testen. Ja, diese Dinger sind der Hammer. Boah, guckt mal allein die Kulisse, das sind Ventilatoren, wo die nachher dann direkt mal hier den Wind anmachen. Ja, schon absolut Hammer. So, jetzt geht's raus in die Halle 6 zu den Monsterjachten. Und ich friere mir gerade mein Brüstchen ab. Und ja, es ist jetzt nicht so wie auf dem Karawansalon, dass man sich hier draußen gerne aufhält, weil es warm ist. Nee. Sondern man möchte eigentlich lieber in die Halle rein, weil es da warm ist. Ich würde sagen, das Beste kommt zum Schluss. Und Tina öffnet mal die Tore zum Wohlstand. Und ich gehe da mit euch durch. Ganz kurzes Geräusch. Und hier, meine Damen und Herren, da fahren wir mal ganz kurz mit der Rolltreppe hoch. Und ihr werdet jetzt richtig gleich mal einen Wow-Effekt erleben, wenn wir oben sind, wenn ich mal von der Halle oben filme, ne Schatz? Aber den richtigen Wow-Effekt bekämpft ihr natürlich, wenn ihr hier wärt. Willkommen bei den Reichen und bei den Schönen. Bei den reichen und schönen Yachten. Ja. Wir wollen nichts über die Menschen sagen. So. Die Wahnsinn. Sind auf jeden Fall reich, die sich das kaufen können. Ja. Aber zu beneiden? Nee, auf keinen Fall. Guck mal, das, was die als Beiboot haben. Ja, das haben wir nicht einmal als Normalboot. Ja, das ist wohl wahr. Und ja, noch ist leer. Wir haben gerade 9:55 und ich würde sagen, wir schauen so ein Teil doch mal von innen an. Ne? Ja, am besten die Princess. So, jetzt wird's spannend. Und hier haben wir Luxus pur. Ich glaube, das teuerste Boot hier kostet 7 bis 8 Millionen Euro, aber es geht, glaube ich, auch noch ein bisschen teurer. Und hier sind wir an der Princess, 29 Meter lang. Und mal gucken, ob wir da rein dürfen. So, hier ist so warm. Und vielleicht muss das Video auch ein bisschen mit Musik unterspielen, denn diese Musik, die wir hier gerade drauf haben, weiß nicht, ob ich die nutzen darf, werden wir sehen. Und da bin ich schon. Und ich schnapp mal die Kamera. Und ja, hier hinten sitzt ihr total bequem. Voll die schöne Lounge. Gerade erfahren, der Preis für dieses Boot ist in meinen Augen relativ günstig. In Anführungszeichen, ich werde niemals in meinem Leben so viel Geld verdienen. 10 Millionen inklusive Steuern. Und ja, also luxuriöser kann man gar nicht. Sind die echt? Nein, die sind. Du isst die nicht. Meine Frau liebt Kapstachelbeeren und du isst die nicht. Mega geilen Ausblick. Ich muss einfach nur dieses Wort in den Mund nehmen, das ich normalerweise nicht mag. Ja? Also, das ist hier der Hammer. Ach, das finde ich schön. Kekse haben sie nämlich für mich hingerichtet. Kekse! Nackenburger. Schaut euch meinen neuen Arbeitsbereich an. Das ist mein Steuerstand. Zu fahren auf offenem Meer, überhaupt kein Problem. Aber einparken? Nee. Ich muss mal kurz mit euch hier durchlaufen. Ja, also es ist schon ein beeindruckendes Bild, sowas zu sehen. Ich gehe jetzt halt unter den Booten durch. Würde ich im Real Life gar nicht machen. Einfach nur richtig geil hier in dieser Halle. Halle 6, die Luxusboote. Also ich bin total platt. Und du? Ich finde es immer wieder geil, jedes Jahr. Ja. Und wir kommen jetzt schon, wie viele Jahre sind wir da? Das dritte Jahr jetzt. Ne? Beim ersten waren wir normaler Besucher, aber durch unsere Presseakkreditierung, vielen Dank nochmal hier an die Messe in Düsseldorf, ist das natürlich ein ganz anderes Erlebnis, weil du an Stellen kommst, die du sonst nur mit Kohle kommst. Ja? Ja. Also ich bin immer wieder überrascht, wie toll diese Messe ist, wenn man mal so einen Blick in den Hintergrund hat. Ja? Und auch wieder total super organisiert. Und man merkt aber auch, der Unterschied Karawansalon und Boot ist, es sind andere Klientels. Ja, ganz hier anderes Flocken. Klientel. Man merkt aber auch von Halle zu Halle, wo man hingeht, ob man sich jetzt bei den Segelbooten befindet oder beim Wassersport befindet. Ja.
dass du ganz andere Menschen triffst. Und hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, triffst du natürlich die, die richtig Geld in der Tasche haben. Ja. Das merkst du am Auftreten, an den Kleidern, am Schmuck, aber auch tatsächlich ab und an hier und da auch an den Blicken. Aber man muss auch sagen, wir haben gerade eben aber auch einen reichen, netten Mann kennengelernt. Aber der wollte mir jetzt nicht dieses Boot sponsoren, aber ist ja egal. Trotzdem nochmal einen schönen Gruß zurück. Hey ihr Lieben, wir waren ja gerade im Pressecenter was essen. Guckt mal, wen wir da haben. Moin. Camping Ruhrpott selber machen. Jawohl. Ne? Campingkanal und ja, Bastelkanal. Ne? Und, also du hast Vlogs. Den Führerschein schon, ne? Ich hab einen Lappen. Ja, kannst du mir mal beibringen, ne? Also, wir zwei, also nicht den Autoführerschein, den Bootsführerschein. Ja, also wir zwei Lappen haben den Lappen. Und hier ist übrigens der Keks, den ich vorhin von dem 20 Millionen Euro, kann man den mal wegschmeißen? 10 Millionen Euro Boot geklaut habe. Der etwa nicht? Nein, der war total trocken. Da waren Kekse da. Und seitdem trägt er den in der Hosentasche spazieren und sagt zu mir eben, willst du den Keks? Nein, aus seiner Hosentasche sicher nicht. Ja. Du bist ja einmal, ey. Wir gehen jetzt nämlich mal in die Halle Nummer 6, weil da gibt's Honwave, das gleiche Boot, das wir auch haben, weil, wie gesagt, was hat die Boot mit Camping zu tun? Eigentlich nichts, aber Camping mit Boot ist einfach geiler. Ne? Und dann noch in Kroatien. Und dann noch in Kroatien, ja. Genau. Und jetzt werde ich ihn einfach mal ein bisschen beraten, weil wir kennen es ja schon ein bisschen aus, haben schon ein bisschen Erfahrung. Los geht's. Ja. So, Hammer. Eure erste Roomtour durch ein Schiff. Ne? Also wir haben sie jetzt mal mitgenommen, ohne dass wir auf dem Wasser sind. Schiff oder Boot? Boot. Boot, eben ja. Das Schiff. Aber ich muss mal die Kamera drehen, ja. Jetzt wird's lustig. Die Frauen? Guido. Ich. Sie haben Weihnachtssocken. Such den Fehler. Und ja, wir haben hier die DB43. Hat hier keiner werden wir uns gesagt, jetzt mal angucken. Da gehen wir jetzt mal drauf. Boot kostet 720.188 Euro. Und so wie es da steht, 985.360. Und das ist schon ein stolzer Preis. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie viel Luxus hier ist. Also von der Größe wäre es perfekt. Ja, das Prinzip ist aber wie im Wohnwagen und so auch. Du kannst den Sitz umklappen. Ja. Kannst den Tisch auch umklappen. Und hast dann eine große Tafel. Ja, das ist nicht schlecht. Und hast das dann in der Mitte. Du hast da ein Loch für. Ja, ich sehe es. Also auch nicht verkehrt. Mhm. Und hier haben wir dann meine Kabine. Also da würde ich wirklich auch Platz nehmen. Ich muss mal die Kamera ein bisschen höher halten, so für euch. Also das ist schon geil. Oh, da geht's weiter runter. Oh, ganz kurz, da ist eine versteckte Tür. Da führe ich euch mal kurz durch, da muss ich den Kopf einziehen. Und da haben wir eine Schlupfkabine. Aber auch hier haben wir Platz ohne Ende. Ach, so eine Yacht, die hat doch schon was Schönes, ne? Und vor allen Dingen... Super, such den Fehler. Wo ist denn der Fehler? Er liegt da schön gemütlich und bequem auf einer Couch. Da steht, bitte nicht auf den Betten sitzen. Was mache ich? Muss ich mich auf so eine Drittstufe setzen? Also such den Fehler. Wer macht hier was falsch? Und wenn man bedenkt, dass das hier noch ein kleines Boot ist. Guido, geil, ne? Ja, da geht's eine Kabine und dann rechts rum geht's in eine Schlupfkabine. Die ist auch der Hammer. Und wir sind bei Wellcraft. Die haben auch was mit Chenard zu tun. Weiß ich jetzt mittlerweile schon. Und auch ein sehr schönes Boot. Dreimal 350 PS Mercury und ich kann euch sagen, Hammer. Und mal ein Blick hier vom Boot runter und wir folgen meiner Frau nach vorne. Und so passt das. Absolut aber schön. Ich finde gegen das Platz für Guido, Mel und Tina, weil ich fahre das Boot. Ne? Boah, und hier zu sitzen ist der Hammer am Steuerstand. Ich kann es euch nur empfehlen, mal sich in sowas zu setzen. Das ist einfach Magic, total Magic. Ja, und wird mir persönlich ganz, ganz, ganz viel Spaß machen, sowas mal zu fahren. Aber wird nie passieren. Ich werde bei meinem 4 Meter Honwave mit Pinnensteuerung bleiben, eventuell mal auf Steuerstand umstellen. Aber ist schon geil. So, liebe Zuschauer, wir sind hier bei Dometic und haben hier was für Camping gefunden. Und zwar, wenn ihr autark campt und braucht Wasser, haben wir hier eine Möglichkeit, die Dometic Go Hydration Jug. Muss ich sagen, habt ihr immer fließend Wasser, 11 Liter Behälter und natürlich ist kein Wasser drin zum Vorführen, aber ist in meinen Augen, das ist definitiv eine Innovation, wo ich sagen muss, für die Camper, die mit Zelt unterwegs sind, für die Camper,
die vielleicht mit einem selbst ausgebauten Kastenwagen unterwegs sind, sich nur die Hände waschen, die Zähne putzen, reicht das? Ja, oder halt, wenn man draußen unterwegs ist, in irgendeiner Art und Weise, ja. Ein Fest ausrichtet oder was auch immer. Ja. Picknick, genau. So. Ja. Da haben wir dann dieses Campinglicht und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es sieht schön aus. Es soll angeblich Insekten fernhalten und nicht töten. Was meint ihr? Interessiert euch so ein Thema? Schreibt es mal in die Kommentare. So, liebe Freunde, wir sind am Ende unserer Messeboot 2024. Und ich muss sagen, sensationell, was die hier wieder auf die Beine gestellt haben. Es war gigantisch, wie immer. Mir persönlich gefallen immer die Yachten am besten. Ja, dieses Urlaubsfeeling in der Halle fand ich toll. Ja, wie immer. Ja, also... Wenn es jetzt vor der Tür nicht so schrecklich kalt wäre, ja. Aber wie wir gerade eben in meinem Camper gesprochen haben, es ist dieses Feeling, es ist kalt draußen, du gehst rein und bist in Urlaubsstimmung. Ja. Ja, und das stimmt hier wirklich. Super Organisation, super schön die Hallen geschmückt und dekoriert. Allein das Wasserbecken. Jede Halle hat ihren eigenen Flair, ob das die Halle mit den Yachten ist, ob das jetzt die Halle mit den Kleinteilen ist oder ob du zum Wassersport gehst. Jede Halle hat ihrs und es ist eigentlich für jeden Geschmack irgendwas dabei. Und selbst, wie ich immer sage, selbst wenn du nichts mit Boot oder irgendwie Wassersport zu tun hast, es ist dennoch eine Reise wert, das hier sich mal alles anzugucken, auf die Yachten zu gehen, sich die ganzen Bötchen von klein bis groß des Yacht anzugucken. Und einmal drunter zu stehen tatsächlich. Von der Nussschale bis zur riesen Mega-Yacht für 10 Millionen. Ich habe geschimpft bekommen, wie ich Nussschale gesagt habe. Ja, fantastisch, wird so schnell. Ja. Ein bisschen Spaß. Also man hat hier was für den kleinen Geldbeutel, für den großen Geldbeutel. Aber immer gibt es was zwischendrin, das auch für Camping ist. Ja, also diese Lampe, die ich mir gekauft habe, kommt irgendwann mal in ein Video von mir. Und ja, also mir tun die Füße weh. Mir auch. Und deswegen 9 Stunden, wo wir heute über die Messe geschlendert sind, erst den kompletten Hallenrundgang für euch, dann nochmal gucken, was wir für Neuigkeiten haben, dann nochmal mit Camping Ruhrpott Camping selber machen, den wir getroffen haben, Guido und Melli. Ja, ganz liebe Grüße an euch. Ich hoffe, ihr habt euer Boot gekauft und wir konnten euch gut beraten. Ja, wir hoffen es. Und in diesem Sinne, macht's gut und abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Verpasst ihr kein neues Video mehr. Ach ja, und noch sei gesagt, ein Abo ist kostenlos. Genau, in diesem Sinne. Ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.